geht ab? Euer Suki ist wieder am Start mit einem neuen Video für euch. Ja, ich habe jetzt gerade mal Feierabend, heute ist Freitag. Und ja, habe jetzt gerade, wie gesagt, gerade die Bude hier verlassen. Hat heute mal so ich muss jetzt mal wieder reinkommen, Leute. Ey, ich bin eine Woche bin ich ausgefallen. Richtig ärgerlich. Und muss auch sagen, tut mir auch mega leid. Aber ich hatte einen kleinen Auffahrunfall gehabt. Richtig scheiße. Also das war echt ein kleiner Unfall. Also wie gesagt, der Geschädigte, der hatte ja einen ganz kleinen Lackschaden halt gehabt. Ne? War so ein ganz altes Auto, Lackschaden gehabt an der einen Ecke. Zeige ich euch eben ganz kurz das Bild. Und einmal das Bild von meinem Kühler, den es halt leider erwischt hatte. Er hat halt leider genau mit seiner Stoßstange, mit der Ecke von seiner Stoßstange, mein Kühler, ja genau, da an der Ecke erwischt. Und nichtsdestotrotz ist es weiterhin nichts passiert, alles ist heil geblieben, wirklich alles. Und moin, bis halt auf dieser scheiß Kühler, der mir halt eben da irgendwie geplatzt ist, die ganze Kühlflüssigkeit ist raus und somit bin ich halt eine ganze Woche ausgefallen. Ist richtig scheiße, ich war auch recht frustriert, weil halt in der Zeit auch noch sehr viele Planungen waren mit anderen Gruppen halt, mich dann irgendwie mit denen zu treffen. Und ja, war echt scheiße, mega, mega scheiße. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auf jeden Fall wieder am Start. Und Martin hat mir gestern noch geholfen, den Kühler nochmal einmal auszubauen. Und beziehungsweise einzubauen, den neuen. Und mit Entlüften allen und nochmal vielen Dank an Martin. Echt geiler Typ. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt gerade mal wieder so ein bisschen Sonne erwischt. Eben, ihr seht halt, die Straße ist noch ein bisschen nass, Moppy ist noch ein bisschen nass. Hat eben noch ein bisschen geregnet, wie aus Eimern. Und bin heute auch ein bisschen spät dran. Auf jeden Fall bin ich wieder mega happy, dass meine Maschine wieder funktioniert, Alter. Das ist so geil. Das dazu, ja, was habe ich als Neues zu berichten? Noch einmal eine Info an meine Gruppe, meine WhatsApp-Gruppe, die momentan so richtig, richtig gut anläuft. Ich weiß, Leute, es gab halt ab und zu mal so ein paar kleine Kicker, aber es lag halt wirklich daran, dass einige Leute aus der Gruppe sich mit der einen oder anderen Person halt irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hat und hat mir dann halt irgendwie ein gewisses Feedback gegeben, wie die Person halt schon in anderen Gruppen gewesen ist, dass es da zu oft zu Raufereien gekommen ist und ich dann letztendlich den Schlussstrich gezogen habe und dann gesagt habe, okay, ich hatte schon mal eine Person in dieser Gruppe drinne und die hat da so viel aufgewühlt und letztendlich sind da halt mehrere Leute gegangen. Mir ist es halt auch lieber, sag ich mal, das war halt auch Martin seine Aussage, die fand ich sehr aussagekräftig, war kurz und knapp. Und zwar war das die, lieber eine Person entfernen, als dass halt mehrere Leute gehen. Da hat er auch auf jeden Fall damit recht und muss ich auf jeden Fall damit zustimmen. Wie ihr schon bemerkt habt, habe ich ihn jetzt auch als Admin da in dieser Gruppe auch mit hinzugefügt, als Co-Admin, dass er mich dann halt auch so ein bisschen mit unterstützt. Wer natürlich noch Bock hat, ich hätte ganz gern nochmal eine dritte Person mit drin als Co-Admin, weil ich merke halt so langsam, dass das so ein bisschen Überhand nimmt, weil das ist auch sehr mit sehr viel Arbeit verbunden. Wie ihr seht, ich habe halt auch eben das Hobby hier, ich muss Videos schneiden und Videos machen, okay, macht man so oder so, wenn man fährt, aber das ganze Schneiden und hier und da und organisieren, planen und gucken und ich bin halt nicht immer ständig online und kann halt auch nicht immer alle Antworten, nicht jedem halt eine Antwort geben. Ich muss mich dann halt auch mal rechtfertigen, ja, warum hast du den rausgeschmissen, dies, das, es tut mir halt wirklich leid, so, ne, also wenn ihr die Person vielleicht auch kennt. Tut es mir halt auch irgendwie leid, aber wie gesagt, wenn ich halt von einer Person halt eben irgendwie schon was Schlechtes höre und ich schon meine Erfahrung gemacht habe schon mit einer Person,
gut, ich kenne diese Person halt auch nicht so, aber ich habe halt einfach nur, ja, wie gesagt, halt eben meine Erfahrung gemacht. Ich möchte halt, dass diese Gruppe einfach eine super toppe, geile Gruppe wird und nicht irgendwie so eine scheiß Gruppe mit irgendwelchen, ja, irgendwelchen Verrückten, ne? Wo dann letztendlich dann ja, von 50 Leuten vielleicht eben nur noch 2-3 hängen bleiben. Ich muss jetzt mal gucken, ich muss hier irgendwie mal ein bisschen an die Seite fahren. Dann komm ich. Oh, super, die Straßen werden auch schon wieder ein bisschen trocken. Na gut. Auf jeden Fall das dazu. Und ja. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wie gesagt, wenn die Gruppe halt immer noch weiter so im Bestand bleibt. Und denn ich werde mich bemühen, mein. Und ich muss auf jeden Fall sagen, ich habe halt auch schon so ein paar Angebote von euch auch bekommen. Zum Thema Unterstützung und so weiter, des Weiteren. Finde ich richtig, richtig geil. Richtig geil. Ja, ich bin auf jeden Fall auch dafür und finde es halt auch echt super, wie euch da so, wie ihr mich dabei so unterstützt. Und ich hoffe, es bleibt auch dabei. Und ja, ich bin echt mal gespannt, wie sich das halt so auskristallisiert. Ne? Gut, das dazu. Ich glaube, ich habe auch erstmal genug darüber geredet. Ich bin jetzt erstmal auf dem Weg, erstmal so ein bisschen Richtung Endstadt. Und ich, wie gesagt, ich muss halt erstmal wieder ein bisschen fahren. Ich muss einfach nur fahren, ich hab das so vermisst, ey. Ah, ich hab das so vermisst. Ihr glaubt das gar nicht, ey. Ich war so deprimiert. Ich war richtig deprimiert. Ja, was Neues auf jeden Fall halt auch. Meine Kette ist halt jetzt auch irgendwie hindurch. Auf jeden Fall hätte ich schon Bock, mal so ein gemeinsames Video zu machen für unsere Gruppe. Wie gesagt, bei Facebook schicke ich euch halt auch nochmal einen Link, der steht halt unten in den Bemerkungen drin. Da könnt ihr, wenn ihr aus Hamburg kommt, könnt ihr mir gerne mal eine Einladung schicken. Oder beziehungsweise könnt ihr gerne mit beitreten. Würde mich natürlich freuen, wenn diese Gruppe bei Facebook halt eben auch schön wächst und ja, euch da kennenlernt und euch gut versteht, hoffentlich auch. wie gesagt, das ist halt alles erst so am Laufen. Ich meine, die Gruppe gibt es jetzt halt auch gerade mal, ich glaube, 2 Wochen oder was. Aber ich habe das gestern auch schon gemerkt, ich komme noch nicht mal, komme noch nicht mal zum Essen. ja. Ja, das war erstmal das. Oh, ich habe das so vermisst, ey. Alter, habe ich das vermisst. Ihr glaubt gar nicht, wie scheiße das war. Der Unfall an sich, der war so, ey, der war so blöd. Ich stand in Altona an der Stresemannstraße im Stau. Und ich stand jetzt, das war auch eine zweispurige Straße. Und ich stand auf der linken Seite, genau wie jetzt. Vor mir stand er. Und ich war halt ziemlich dicht hinter ihm, sage ich jetzt einfach mal. Ne? So, und die rechte Spur war frei. So, und wollte dann halt, wenn er anfährt vor mir, wollte ich halt auf die rechte Spur rüberfahren. Und in dem Moment, wo er losgefahren ist, also ich habe vorher auch schon abgesichert und alles Mögliche, wollte gerade rüber. Und er wollte gerade losfahren und auf einmal fängt er an zu bremsen. Und ich war aber halt schon in diesem Abbiegemodus und hat natürlich genau mit der... Ah, das hat mich so geärgert. Wie gesagt, es ist halt nur ganz kleiner Schaden. Ich glaube jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel kam. Oh, Penner, Alter, ich hasse dich. Wichser. Kann sowas nicht ab. Ja. Hier war ja mal früher das Kölsch. Die auch schon länger dicht gemacht.
Na gut, Leute, wie gesagt, das passiert halt wirklich nicht wirklich viel und ja, ich würde mich dann jetzt mal nochmal bei euch verabschieden. Und ja, man hört, man sieht. Ich würde mich natürlich freuen auf den Daumen. Würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und ja, lasst einen Daumen da oder schreibt mir unten in den Kommentaren einen schönen netten Text. wie gesagt, unten in den Bemerkungen stehen halt nochmal so ein paar Eckdaten bezüglich meiner Ausstattung, Kamera, welche Maschine ich fahre und so weiter und halt der Link zu meiner Facebook-Seite und ja, Instagram ist natürlich auch mit bei. Also steht alles unten in den Bemerkungen drin. Könnt ihr gerne mal unten reinschauen. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch erstmal ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Suki.